Gucken wir mal. Ja, wie groß ist das Paket, wa? Ja, wenn man Geburtstag hat, dann kriegt man ein Xbox Live Gold Paket am Paket. Wo höchstwahrscheinlich eine Gummipuppe oder sowas drin ist, damit man sich darüber lustig machen kann, dass ich 30 werde. Achso, eine Anmerkung nebenbei. Fahrt nicht nach Düsseldorf, die klauen euch euren Roller da nämlich. Hoffentlich schneide ich nichts kaputt. Der Hund ist auch gespannt. Weiß jetzt nicht, wie das ist. Da müssen wir die Kiste hinstellen. Okay. Kennt ihr noch was Lustiges? Xbox Live Gold und dann druckt man das aus und dann hat man hier einen halben Code. Ne? Dann ist hier so ein Code, wo zwei Buchstaben drauf sind. Ich sollte das hinlegen, ne? Zum Auspacken? Ja. Ja. Gucken wir mal. So, ich könnte jetzt einfach auf die Rechnung gucken, dann wüsste ich schon, was? Jetzt fängt man zu schwitzen beim Auspacken. Ach, wo bin ich? Oh, viele der Kartons. Wieso sind das so viele? Hast du eine Sache gekauft oder mehrere? Ja, weil hier 5 Kisten drin sind. Guck doch mal auf den Schein. Lautsprecherkiste. Okay. Oh. Dann haben wir noch eine Kiste, das ist hohe Bruchgefahr. Aha. Das ist ja sehr lustig. Ja, gell. Vielleicht ist da die Fernbedienung drin für irgendwas. Also wir haben Lautsprecher, das ist schon sehr spannend. Das, vor allem steht überall Achtung Bruchgefahr drauf, das kann doch gar nicht sein. Das ist ja Betrug. Kleine Kiste. Was haben wir denn jetzt hier? Kleines Kiste. Hier steht immer. Ah, oh! Mikrofon. Okay. Dann wird das hier wohl dasselbe sein. Okay. Dann haben wir hier Lautsprecherkabel. Und hier haben wir dann noch ein. Etwas größer, schwieriger. Ist du gut? Hier oben. Ja, und noch ein Karton im Karton. Also das ist echt lustig, wirklich. Selten so gelacht. Nee, selten so gelacht. Ein Verstärker, ein Riesenformat. Wenn wir jetzt auspacken, dann machen wir es kaputt. Pass auf. Das ist aber echt ein Witz. Karton, Karton, im Karton. Das Ding ist ja riesig. Und Bauchspitzen wollte ich auch nicht. Dann guck mal, wie ein kleines Autoradio. Ja, wie ich sehe, ist natürlich. Das Witzige daran ist natürlich, ich habe hier Lautsprecherkabel natürlich, aber Anschlusskabel haben wir natürlich nicht dabei. Das heißt, ich darf gleich noch mal gucken, wo wir Kabel haben. Eine riesige Sauerei haben wir noch. Ja, Programm.
Die brauche ich nicht auspacken, das sehen wir so schon, ne? Okay. Sind wir fertig? Ich hab nicht gerade Bock mehr, die Scheiße.